So, zack. Na. Das müssen wir schaffen. So, hier runter. Zack, zack. Nur ist jetzt keine... Ich muss nachher mal gucken im Dingsbaum, im Levelbaum, was denn das Monsterköder bedeutet. Das würde mich schon mal interessieren. So, und da sind wir auch schon wieder in dem Waffenlager. So, und jetzt gleich geht's richtig rund, ihr wisst es. Weil die Großen kommen gleich, die Jäger. Wo ich mich nicht drauf freue, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Aber ich glaube, diesen Vorzug, dass alles, was glänzt, wird enthüllt, den behalten wir tatsächlich. Das wäre nämlich super. So, dann los. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und da ist auch direkt ein Endboss. Oh. Wo ist der denn? Der ist hier eigentlich... Da, ich sehe ihn. Oh Gott, das Willen. Was? Der ist unsichtbar, oder? Ach du Scheiße. Ja, der scheint mir... Ach, das ist so einer! Oh Gott. Alien Wellion. Okay, man kann ihn aber relativ gut sehen. Wenn er sich denn dann enttarnt hat. So, wie viel Energie hat er noch? Da kommt er. Boah, der hat mir gerade... Okay. Die ganze Energie runtergezogen. Alter, what? Boah, scheiße. Leck mich am Arsch. Problem ist, dass er sich dann rumdreht und dann direkt quasi angreift. In die andere Richtung. Leckt mich am Besen. So, ich... Oha, es hilft nichts. Ich muss die erst ausschalten. Oh Gott. Was soll ich denn das machen? Ah, ich kann unter ihm in Deckung gehen. Aber dann trifft er mich. Scheiße. Ne, keine Chance. Absolut keine Chance. Der macht uns viel, viel zu viel Damage. Ach du Heilige... Wie soll ich den denn angreifen? Er geht dann auch ein Stück runter und trifft uns mit seinen Messerchen dann trotzdem. Das ist das Problem, was wir gerade haben. Verdammt. Der ist nicht von schlechten Eltern. War das vielleicht letztes Mal auch schon Endboss und ich hab's nur nicht gerafft? Gerade mal heimlich einen Schluck getrunken. So, wir müssen dringend, dringend stärker werden. Ganz, ganz dringend. Haben wir noch irgendwelche Vorzüge? Oh ja. Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer um 10, verringert die Gesundheit um 20. Monsterköder. So, aus verdorbenen Schätzen kannst du 30% mehr Splitter erhalten. Horden tauchen allerdings zweimal öfter auf. Immer diese Nachteile, Mann. So, Kugeltransfabrikator. Munition regeneriert sich alle 30 Sekunden. Verringert deinen Nahkampfschaden? Nein. Wir haben noch keine Fernkampfwaffen. Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer. Ja, genau. Und deine maximale Gesundheit wird mit dem Schild umgewandelt. Wie? Deine maximale Gesundheit wird 1. Ach so, ich verstehe. Ja, ja. Ja, okay. Horden tauchen zweimal öfter auf. Da müssen wir noch mehr kämpfen. Monster verfügen. Ich lasse erstmal ohne. Mir gefällt da momentan ehrlich gesagt noch nichts. So, der Doppelsprung. Was gibt's eigentlich hier? Rüste einen zusätzlichen Vorzug aus. Das ist super. Das gefällt mir. So, was kommt denn hier noch Schönes? Erhöht deine maximale Schild um 30%. Das klingt gut. Weil das könnten wir sehr gut gebrauchen. Ich mache mal hier. So, Glück. Erhöht die Chance, Splitter und andere Beute zu finden. Ja, müssen wir eh machen, ne? Sonst komme ich da nicht weiter. So, 275. Könnten wir uns da noch was leisten? 186, ich glaube, das ist jetzt alles eh zu teuer. Ja, das wird immer teurer. Dann gucke ich gerade nochmal hier, aber ich glaube... Ah, verringert die Gesundheit um 20, kritische Treffer um 10. Ja. Guck mal gerade, das hier, das ist natürlich... Das ist schon geil... Aber dann habe ich keinen Puffer mehr. Das ist... Ach, scheiße. Entschuldigung.
dann habe ich halt keinen Puffer mehr und das ist schlecht. Weil wenn der Schild dann aufgebraucht ist, bin ich sofort tot. Ich lasse es erstmal weg. Mir gefallen da momentan die Vorzüge noch nicht, ehrlich gesagt. Da ist alles schön und gut, aber so manche Sachen sind dann, ja, ich weiß nicht. So, wir können jetzt eigentlich schneller zu ihm kommen. Oder sehe ich das richtig? Sollen wir den jetzt direkt nochmal machen? Ich würde fast sagen, ja, oder? Macht doch eigentlich Sinn, ihn jetzt direkt nochmal anzugreifen. Denn wir haben ja das Türchen geöffnet. Achso, bleiben eigentlich die Sachen jetzt, nee, natürlich nicht. Ich dachte, das bleibt dauerhaft. Aber ich glaube, das sind echt nur vorübergehende Buffs, die wir da bekommen. Von diesen Entwicklern, wenn die da irgendwo auftauchen. Ich denke mal, dass es die Entwickler sind. Ich weiß es natürlich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Aber ich gehe mal davon aus. Die sehen nämlich so aus. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Wissenschaftler sind, die immer zufällig irgendwo eingesponnen sind. Ja, ich höre sie doch schon wieder. Na, komm schon. So, Weasley haben wir damit auch getötet. So, Gesundheitselixiere voll, natürlich. What else? Gut, ansonsten die Alternative wäre einfach natürlich zu farmen, aber das will ich eigentlich nicht, weil das dauert viel zu lange. So, wir müssen hier runter. Weil, wie gesagt, das könnten wir natürlich auch machen, aber ich sollte vielleicht mal eine gute Stelle finden, wo ich gegen ihn kämpfe. Andererseits, hier ist es eigentlich schon gar nicht mal so verkehrt. Kommt er schon? Oh. Na, erstmal kommen die. Da kommt er schon. Ich sehe ihn. So, ich würde gerne erstmal mein Schild regenerieren. Das wäre ganz toll. Na? Greift er uns erst an, wenn wir dem mehr Schaden machen, oder wie? Der hat gesessen. Ich glaube, ich bleib mal hier. Das scheint mir ganz gut zu sein. Haha. Oh, okay. Ich glaube, ich muss einfach später ausweichen. Oh Gott. Also die müssen wir natürlich erstmal down kriegen. So, jetzt erstmal Schild aufladen, ne? Erstmal Schild aufladen und dann... Wir haben ja Zeit. Wir brauchen uns ja nicht hetzen, was ihn betrifft. Oh, das ist gut. Jetzt hatte ich ihn gerade. Sehr gut. Das war gerade super. So, wir haben ja echt Zeit. Okay, das war schlecht. Jetzt warten wir kurz. Oh. Ah, fuck. Nicht gut. Ich glaube, der wird dann auch immer schneller, ne? Kommt mir zumindest so vor. Ah, verdammt. Also mit seinem Backslash? Ne, nicht Backslash. Wie heißt das denn? Backswing. Genau, mit dem trifft er einen auch. Da muss man echt aufpassen. Genau, das meine ich. Boah, fuck, die Henne. So. Haben wir ihm denn schon abgezogen? Ja, sehr gut. Haha, sehr gut. Oh, das war gerade super. So, vor denen müssen wir aufpassen. Ah, shit. Weg, 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 weg. Alter. Was, da kommt noch einer? Okay, ich hatte ihn zumindest schon bis zu einem Viertel, letzte Achtel war, glaube ich, naja. Wir hatten ihn schon verdammt weit runtergeprügelt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, 316. Da können wir uns voll viel leisten. Ich würde gerne mehr Schaden machen. Glück. Ja, müssen wir erst machen. Wir kommen sonst eh nicht weiter. Schade. Gut.
Okay, ich weiß jetzt nicht, ob der zweite dann sowieso kommt oder ob das einfach Zufall ist. Dass jetzt da oben noch so ein Jäger kam. Das war nämlich ein etwas schwächerer. Wir müssen ihn einfach am Anfang schon ziemlich viel Schaden zufügen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm. Gehe ich hier richtig? Ja. Und ich glaube, die Stelle, wo ich da war, die war zum Kämpfen gar nicht mal so verkehrt. Man kann ja eigentlich genug ausweichen. Ich muss nur dann auch ausweichen. So, ansonsten, wie gesagt, die andere Sache wäre einfach zu warten, bis man genug gelevelt hat und dann so viel Schaden macht. Aber wie gesagt, das will ich eigentlich nicht, weil das müsste ich zwischen den Folgen machen und ich will halt auch nichts irgendwie, dass ich irgendwas auslassen muss dann dadurch. Irgendwas verpasst. Also, dass ihr irgendwas verpasst, sagen wir es mal so. So. So, Kollege, wo sind wir denn? Kommt er jetzt, oder? Da ist er. Na? Vorsicht. Aha. Das war jetzt gemein. So, was passiert eigentlich, wenn man hier rausgeht? Kommt er dann trotzdem hinterher? Ich würde fast sagen, ja, ne? Shit. So, da kommt er. Oh, shit. Oh, Alter, haben wir dem gut Schaden gemacht. Leck mich am Arsch. Wir haben dem gerade mega gut Schaden gemacht. Oh Gott, da kommt noch so einer. Panzer. So, erstmal weg, erstmal weg. So, wir müssen den hier unbedingt ausschalten. Gut. Sehr schön. Ja, so, okay. Jetzt haben wir ihn ungefähr so weit wie eben. So, bitte jetzt kein zweiter mehr kommen. Das wäre toll. Na komm, jetzt schaffen wir ihn. Gesundheit rein. Komm schon. Noch zwei, drei Treffer. Wir haben ihn gleich. Ja! Mmh! Ja! Geil! So, Fragment eines Unterspielers, Magnetrang 1 Vorzug. Okay, wahrscheinlich ziehen wir dann die Dinger mehr an. Geil! Wir haben schon den zweiten Boss besiegt. Hihihi. Ah, ich freue mich. So, wahrscheinlich hatte die Folge hier vorher jetzt Überlänge. Ich habe keinen Cut gemacht, weil ich mal wieder nicht auf die Uhrzeit geguckt habe. Aber egal. Das soll nicht weiter stören. Wir haben ihn besiegt. Ja! Und da kommt schon wieder der nächste Arsch. Oh, toll. Was macht der da? Hallo? Oh Gott. Oh, Freunde, ich bin mal kurz weg. Ich komme gleich wieder. Ich habe einen Termin. So. Leck mich am Arsch. Jetzt wollen sie es aber wissen hier. So, Moment. Erstmal einen Überblick kriegen hier. Bevor wir hier irgendwas machen. Okay, die kann man stunnen. Das finde ich schon mal super. Heilige Sch... So. Was war denn das gerade für eine Nummer? So, ich weiß sowieso nicht, wo ich hin muss. Wahrscheinlich hier runter. Gott sei Dank sind die wieder gedespawnt. Meine Herren, jetzt kommt aber richtig was am Start hier. So, erstmal hier aufmachen. Ganz wichtig. So, wir haben 1019. Da können wir uns schon wieder ein bisschen was leisten. Gefällt mir gut. So, da ist noch ein verdorbener Schatz. Yay, sehr schön. Okay, nach oben können wir nicht. Warte mal, können wir da... Da waren wir sowieso schon. Und da ist jetzt auch noch offen. Wir könnten also theoretisch dann auch schon in ein neues Gebiet, so wie ich das sehe. Da ist aber nicht... Oh, ob ich das aktuell schon möchte. Vorsicht. So. Wo sind denn die zwei jetzt erschienen? Warte mal, die sind doch hier irgendwo. Die würde ich gerne ausschalten.
Ja, genau. So, ciao. Wie, die haben mir nichts hinterlassen? Unverschämtheit. Das ist ja eine absolute Frechheit. So. Wie gesagt, alle haben eine Schwäche. Oh. Die kann man stunnen, das finde ich super. Das habe ich nämlich anfangs gedacht, das könnte, das würde nicht funktionieren. Oh, so, Moment, Freunde. So. Weg. Ah, Mist, ich renne natürlich genau rein. Fuck. So, Moment. Muss mal gerade ein bisschen Abstand gewinnen. Ah! So. Mal schnell den Panzer hier ausschalten. Ja, sehr gut. Okay, aber jetzt wird's leicht. Den Rest kriegen wir so down. Puh, das war aber knapp. Ich glaube, es war auch nicht so schlecht, dass ich geflohen bin. Natürlich trifft er mich. Aber unsere Abwehr ist schon nicht zu verachten im Moment. Ist die sehr gut. Die ist sogar richtig gut. Ah, das ist wieder so einer. Hilft ihm aber auch nichts. Hey, so, hier sind wir jetzt. Lass mich mal gerade gucken. So, da hinten können wir in ein neues Gebiet. Ansonsten haben wir eigentlich alles erkundet. Dann würde ich doch hier den Shortcut nach links mal aufmachen wollen, oder? Ach nee, geht nicht. Schade. Okay, was war nochmal das Blaue? Das waren Abkürzungen. Ja, die kann ich aber links und rechts jeweils noch nicht öffnen. Da unten könnten wir es aufmachen, da komme ich aber nicht hin. Wahrscheinlich nur von der anderen Seite. Und hier? Wie kriege ich die Tür hier auf? Gar nicht. Okay, nicht von da zumindest. Versuchen wir es doch einfach mal, wenn wir hierher gehen. Geht auch nicht, okay. So, wir dürfen nicht vergessen, dass in unserem Anfangsgebiet ja auch noch Gegner waren. Ich weiß gar nicht, ob wir zu den Bossen auch erstmal noch hin sollten, vielleicht. Ich weiß es nicht. So, könnten wir... Vielleicht könnten wir gleich mal nach oben gehen und da gucken, ob wir da das Tor aufbekommen. Ah, na toll. Ach, scheiße, das ist ja so einer. Oh, Vorsicht. Okay. Hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Das sind mir die Liebsten. Die sich dann einfach in Wohlgefallen auflösen. Mich einfach meine Arbeit machen lassen. Naja. Okay. Ach du Heilige. Ja. Okay, ist aber kein Goldener dabei. Also alles gut. Ja, klar. Freunde. Ah. So, Moment. Mal gerade den Schild regenerieren. Geht sofort weiter. Alles gut. Bleiben Sie ruhig. Diese kleinen, gell? Die müssen mal weg. So. Danke. Ach, immer noch einer da. So, und dann natürlich hier unten die. Von wo bitte? Ach, da. Na komm, mach deinen komischen Kölömmes. Dankeschön. So, wir sind echt schon richtig gut geworden, muss ich sagen. Allerdings könnte ich mal wieder ein paar Heilgegenstände gebrauchen. Ich habe gar nichts mehr zum Heilen. Die haben wir eben noch verloren. So, können wir jetzt hier... ach so. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert, was ich davor hatte. Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich hier außen rumgehen und das Ding öffnen. Aber ich glaube, das kommt. Da kommen wir von da gar nicht hin, oder? Hm. Noch weiter außen rum, wenn wir nach unten gehen? Ich probiere das mal aus. Vielleicht geht's ja. Weil das hat jetzt leider ja nicht so funktioniert, wie ich das gerne wollte. Das heißt, wenn wir vielleicht hier noch weiter nach unten gehen.
Manchmal sind die ja hier so bekloppt, die Level-Designer, und machen das wirklich noch weiter außen. Achso, warte mal. Achso, nee, da ging, da gab, warte mal, da haben wir das noch nicht erkundet. Warte mal, ging es denn da nicht vielleicht weiter? Warte mal. Moment, ich muss mal kurz was gucken. So, was ist denn hier? Nee, da will ich nicht hin. Nee, ne? Da war... Nee, da war zu. Okay, ich dachte, da wäre vielleicht noch eine Geheimtür. Leider aber nicht. So, würde aber sagen, bevor wir hier weitergehen, mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Sunderit. Bis dann.